Rund 600 Gäste waren in die Dieburger Römerhalle zum Echo-Podium gekommen. Die 5 Kandidaten für die anstehende Wahl zum Bürgermeister stellten sich und ihr Programm vor. Mein Name ist Erik Marx und ich stehe für Bewegung statt Stillstand. Und das will ich erreichen über die Gemeinschaft der Vereine und der Leute, die hier Wissen mitbringen und nicht politisch organisiert sind. Und damit möchte ich was verändern. Ich stehe entsprechend meines Wahlslogans Dieburg bewegen dafür, Veränderungen in Dieburg vorzunehmen, um Dieburg fit für die Zukunft zu machen, um nachhaltig zu leben in Dieburg, nachhaltig zu wohnen und Dieburg in guten Zustand für unsere Kinder und Enkel zu hinterlassen. Mein Name ist Fischer. Ich stehe dafür, dass ich die Einstellung habe, es gibt keine Probleme, nur Lösungen. Und ich bin Sozialpädagoge und verfüge über entsprechende soziale Kompetenz. Das ist meine besondere Stärke. Und ich habe lange Erfahrung im Umgang mit Menschen, anderen Menschen zu helfen. Und im Prinzip mache ich das jetzt nur weiter. Ich stehe für eine bessere Informationspolitik, für mehr Transparenz, deutlich mehr Transparenz der städtischen Politik, für Demokratie zum Anfassen, für Demokratie, die Spaß macht, für Demokratie zum Beispiel durch Stadtverordnetensitzung auf dem Marktplatz. Ich stehe für konzeptionelles Handeln, für Handeln mit Plan, mit Vernunft, für Handeln, das seine Konsequenzen auch vorher ins Auge fasst und entsprechend vorbereitet ist. Und schließlich stehe ich für eine leistungsfähige Stadtverwaltung, ich stehe für eine menschliche Politik und ich stehe für Zuhören und Anpacken. Ich stehe für fast 10 Jahre kommunalpolitische Erfahrung. Ich stehe für Erfahrungen im Umgang mit Menschen, sowohl beruflich als auch politisch. Und mein Wahlprogramm kommt aus der Praxis und ist am realistischsten umzusetzen. Zukünftige Ausgaben müssen immer. Finanziell steht Dieburg zurzeit gut da. Wem die Bürger zutrauen, dafür zu sorgen, dass dies auch in Zukunft so bleibt, wird sich am 12. März zeigen, denn dann wird in Dieburg gewählt.